Hallo ihr Menschen, ihr habt das doch sicherlich alle mitbekommen mit der ganzen Sache mit dem Hoeneß und so. Und eigentlich wollte ich mich aus der ganzen Sache da auch raushalten, aber ich muss zugeben, es fällt mir zunehmend schwerer. Ich sage nicht, dass Steuern hinterziehen cool ist oder legitim oder irgendetwas anderes Positives an sich hat. Es geht mir einfach nur darum, dass mir nicht gefällt, wie ein ganzes Land damit umgeht. Ihr wisst, dass ich anders denke als die meisten, aber ihr wisst auch, dass mir das eigentlich ziemlich egal ist. Da wird halt bekannt, dass jemand mit viel Geld Steuern hinterzogen hat. Und dann wird da wieder ein Trubel draus gemacht, als würde die Welt untergehen. Ja, ich weiß, wir reden hier von einer echt großen Summe, aber man muss sich halt auch mal das Verhältnis ansehen. Ja, ich schaue mir doch das Verhältnis an und das Verhältnis ist, dass der Mann mehr Steuern hinterzogen hat, als ich jemals Geld in meinem Leben einnehmen werde. Yeah, like what? Und deswegen ist er jetzt ein schlimmerer Mensch als der Durchschnittsbürger? Nur weil die Zahl eine andere ist? Dann schauen wir uns das Verhältnis mal andersrum an. Der Hoeneß hat nämlich nicht nur 30 Millionen eingenommen, sondern der hat bestimmt das 20-fache von dem verdient, was er da hinterzogen hat. Und das hat er versteuert. Der Mann zahlte so schon Steuern wie eine komplette Stadt. Aber dann kommen wieder alle und nageln ihn wie Jesus ans Kreuz und buhen ihn aus. Buh. Wofür? Dafür, dass er genauso ist wie die meisten anderen auch? Euer Ernst? Ich weiß, die meisten von euch sind noch Schüler und können das wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen. Und ich weiß, auch 30 Millionen sind für eine einzelne Person schon eine ganze Menge Geld. Aber seht's mal so rum. Der Steueranteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt beträgt 22,67%. Letztes Jahr betrug das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland in Euro gemessen so viel wie noch nie zuvor. Und zwar 2.737.600.000.000 Euro. Die 22,67% an Steuern daraus sind also 621 Milliarden Euro. Ganz ehrlich, da sind die 30 Millionen vom Hoeneß und wir nehmen jetzt mal einfach an, die wären wirklich alle von 2013 gewesen. Waren sie aber nicht, weil das ist nämlich ein Produkt von vielen, vielen Jahren. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, es wäre wirklich alles nur von 2013 gewesen. Dann sind die 30 Milliarden vom Hoeneß komplett auf unser deutsches Steuereinkommen 0,000048%. Und jetzt sagen wir mal, wir reden von einem Zeitraum der letzten 10 Jahre, dann sind es nur noch 3 Millionen pro Jahr. Dann sind wir bei 0,000048%. Wie gesagt, 30 Millionen an für sich sind für eine einzelne Person schon eine ganze Menge Geld, aber so aufs ganze Steuereinkommen gerechnet ist das. Und dann kommen aber wieder alle und schreien: Pfui! Hoeneß! Du Arsch! An irgendjemand muss man es ja auslassen. Ist nämlich echt ein super Gefühl, von sich selbst abzulenken und jemand anderen dafür zu beschimpfen. Fühlt sich echt gut an. Fühlt man sich gleich viel besser. Denn der ganze Rest der Bevölkerung ist nicht besser. Natürlich hat nicht jeder davon 30 Millionen hinterzogen, aber prozentual zu seinem eigenen Einkommen oft deutlich mehr. Denn was seit dem Hoeneß-Urteil passiert ist, ist, dass sich 13.000 Leute selbst angezeigt haben wegen Steuerhinterziehung. Das ist dreimal mehr als im gesamten letzten Jahr 2013 und das allein im ersten Quartal 2014. Und dann merkt man ja, hoppla, da gibt's ja noch ganz andere schwarze Schafe in unserem Land. Wer hätte denn das erwartet? Denn was nämlich auch erwiesen ist, ist, dass Deutschland schuldenfrei wäre, wenn nämlich jeder seine Steuern so zahlen würde, wie er sie zu zahlen hat. Aber der Uli, ne, das kann's nicht machen, weil das geht gar nicht. Fränkische Weisheit. Und jetzt mal davon abgesehen, dass der Hoeneß ja eben über die letzten 10 Jahre gesehen noch 20 mal mehr eingenommen hat, als nur diese 30 Millionen, die hinterzogen wurden, die ja alle versteuert wurden. Aber darüber redet ja keiner. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Idee, ihr merkt, dass die gut ist, steckt eure gesamte Arbeit und Energie da rein. Die Idee fruchtet, ihr verdient auf einmal in einem Jahr 1 Million Euro. Geil, oder? Ganz ehrlich, ich würde mich freuen, einfach veranschaulicht in einem Geldbetrag zu sehen, dass meine Arbeit und die Idee, die ich hatte, gut war. Hey, schön, dass du dich freust. Wir freuen uns auch. Ja, okay, gerne. Ich meine, Straßen, Schulen muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Ich gebe euch die 7.500, die jeder im Jahr zahlt. Nein. Du gibst uns jetzt von deiner Million eine 500.000 an uns ab. Wieso? Also ich meine, was habt ihr für mich getan, dass es jetzt rechtfertigt, dass ich euch jetzt 500.000 von meinem selbstverdienten Geld abgebe? Nichts. Aber Pech, Reichensteuer. Also mal ganz ehrlich, Freunde, mit purer Menschlichkeit, ich wäre voll angepisst und hätte voll Bock, dem Staat eins in die Fresse zu hauen. Naja, Freunde, ich will jetzt hier echt keinen zum Steuern hinterziehen anregen, weil an sich haben Steuern ja schon einen guten Grund, wenn sie nicht gerade irgendwie in einen Stuttgarter Bahnhof fließen oder in einen Berliner Flughafen. Ich möchte nur grundsätzlich damit auch sagen, dass man vielleicht Sachen mal noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten sollte, bevor man darüber urteilt. Und ich möchte einfach nicht, dass immer alle auf Samariter tun und immer stumpf mit dem Finger auf andere zeigen und du bist schuld. Ganz ehrlich, sowas nervt mich wirklich. Und Uli, falls du dieses Video siehst, es tut mir leid, ich bin trotzdem kein Bayern-Fan. Ich hab nichts gegen euch, aber mein Herz schlägt für Freiburg. Aber wenn du willst, besuche ich dich mal. Du wohnst jetzt hier quasi bei mir in Augsburg quasi um die Ecke. Und
Freunde, wisst ihr, was noch um die Ecke ist? Dieser Knopf hier oben. Wenn ihr da nämlich draufklickt, dann abonniert ihr mich und ab da sehen wir uns täglich. Oder ihr gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos angucken wollt, dann klickt hier oben für das Video mit Propaganda in unseren Medien von mir, auch sehr interessant. Oder hier unten kommt ihr zum Video von gestern, wo es um Leute geht, die einfach irgendwie jeden nerven. Entscheide dich für eins, denn du bist ja ein schlauer Mensch. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, bis dann.